Hallo und herzlich willkommen. Du suchst einen vollwertigen PC im Format eines HDMI-Sticks? Du möchtest darauf zum Beispiel IPTV mit Kodi ansehen und am Fernseher mit einem vollwertigen Browser im Internet surfen? Zusätzlich ist dir deine Privatsphäre viel wert? Dann ist möglicherweise der ACPC Mini HDMI-Stick genau das Richtige für dich. In diesem Video zeige ich dir das Unboxing und die Installation an einem Fernseher. Außerdem zeige ich dir, warum für solche Art von Projekten Linux die bessere Wahl ist. Zusätzlich teste ich, wie gut der ACPC Mini HDMI-Stick mit Spielen und mit Steam funktioniert. Am Schluss zeige ich dir außerdem, wie du ganz legal IPTV schauen kannst, ohne im rechtlichen Graubereich zu sein. Außerdem gehe ich darauf ein, wie du den HDMI-Stick auch mit einem Smartphone steuern kannst. Also bleib dran, es lohnt sich für dich. Den Mini HDMI-Stick mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher gibt es Stand Juli 2021 bereits für 189 Euro. Der Winzling ist ideal für Bastlerprojekte und deutlich einfacher zu handhaben als zum Beispiel ein Raspberry. Es enthält einen Intel Atomprozessor, Bluetooth plus Wi-Fi und wird mit Windows ausgeliefert. Der ACPC wird in einer kompakten, fast quadratischen Schachtel versendet. Der kompakte Computer ist kleiner als eine Fernbedienung und wird in einer Schaumstoffhülle geschützt. Die Schachtel enthält außerdem einen Stromanschluss mit Mini-USB-Konnektor, ein HDMI-Verlängerungskabel, ermöglicht auch bei knappen Verhältnissen einen guten Anschluss an einen Fernseher oder einen Monitor. Ein Faltblatt dient als Handbuch und erhält kaum verwertbare Informationen. Im ausgepackten Zustand ist das Set sehr übersichtlich. Ich empfehle dir die Variante mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicher. Der Mini-PC wird am HDMI-Anschluss an den Fernseher oder einen Monitor angesteckt. Du solltest auf jeden Fall den mitgelieferten USB-Adapter als Stromquelle verwenden. Bei meinem Samsung Smart TV reicht der vorhandene 5 Volt USB-Anschluss am Fernseher nicht aus, um den Winzling zu betreiben. Unkontrollierte Abstürze sind die Folge und Windows startet erst gar nicht. Apropos Windows, ich habe ca. 5 GB an Filmmaterial mit Windows und dem Mini HDMI-Stick aufgenommen. Da ich dir keinen Bären aufbinden möchte, sage ich es wie es ist. Falls du das Teil mit Windows am Smart TV für IPTV oder ähnliches benutzen möchtest, wirst du damit nicht glücklich. Windows ist sehr anfällig, wenn man den PC ohne Herunterfahren ausschaltet. Das kann am Monitor oder am Fernseher mal passieren, wenn man es einfach ausschaltet. Daher wirst du häufig eine Windows-Videoherstellung durchführen müssen. Deswegen verzichte ich in diesem Video, wie man mit Windows und Kodi den ACPC betreibt. Daher zeige ich dir, wie gut das Ding mit Linux funktioniert. Ich habe darauf ein Ubuntu 20.04 installiert. Diese ist in 20 Minuten abgeschlossen. Die gute Nachricht, WLAN funktioniert. Jedoch erst, wenn der Open-Source-Treiber installiert wird. Den Link zum freien WLAN-Treiber auf der GitHub-Seite verlinke ich dir in die Infobox. Am besten klonst du den Treiber auf den Ubuntu-Installationsstick. Später richtest du den WLAN-Treiber wie in der weiterführenden Beschreibung ein. Mit dem Mini-PC ist IPTV in Verbindung mit Kodi überhaupt kein Problem. Die Inhalte werden absolut latenzfrei wiedergegeben. Das Wechseln der Kanäle geht flüssig. So macht es richtig Spaß. Dank dem Linux-Unterbau kannst du den HDMI-Stick auch als vollwertigen Computer benutzen. Dank Software Center ist eine fehlende App schnell installiert. Ich gehe einen Schritt weiter und installiere Steam. Sehen wir uns doch einfach mal an, ob der Mini-HDMI-Stick auch als PlayStation-Ersatz tauglich ist. Steam startet auf Anhieb. Auch der Wechsel in den Big-Picture-Modus klappt. Interessanterweise läuft Steam sogar ohne Ruckler. Da der Mini-HDMI-Stick keine eigene Grafikkarte hat, mods Steam, wenn man es auf eine HD-Auflösung umschaltet. Aber Steam funktioniert trotzdem. Ich versuche es als erstes mit einem Casual Game in Full HD Auflösung. Es läuft ohne Ruckler. Retro Games sind also keine größere Herausforderung. Als nächstes installiere ich ein etwas älteres 3D Spiel. Es ist Torchlight 2 und funktioniert sogar in der Full HD Auflösung flüssig und ohne
spürbare Framedrops. Sogar aktuelle Titel wie CSGO starten in Full HD Auflösung. Aber es ist definitiv nicht spielbar. Die Framerate beträgt genau 2 FPS. Auch mit 720p, also dem ersten HD-Standard, wird es nicht besser. 6 bis 10 FPS, mehr packt die verbaute Elektronik nicht. Mein Fazit: Für ein schnelles Spiel, um mal eine Werbepause zu überbrücken, taugt es allemal. Wenn man den AC-PC am Fernseher betreibt und keine klobige Tastatur verwenden möchte, kann man auch das Smartphone als Fernbedienung verwenden. Im Ubuntu Software Center gibt es Apps dafür. Ich benutze eines, welches keine Installation auf dem Handy benötigt. Am besten geht die Bedienung meiner Meinung nach mit einer Tastatur im Format einer Fernbedienung. Wie am Anfang des Videos angekündigt, möchte ich dir eine völlig legale Möglichkeit vorstellen, um IPTV zu verwenden. Wenn du Internet über Kabel verwendest, kannst du dir eine M3U-Liste aller verfügbaren Kanäle aus der Fritzbox herunterladen und zum Beispiel mit Kodi oder VLC ansehen. Ich hoffe, dir hat mein Review gefallen. Bitte vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um mich zu unterstützen. Wenn du das Video auf den sozialen Netzwerken verteilst, wissen auch deine Freunde, dass es Computer im Format eines HDMI-Sticks gibt, welchen man locker in der Hosentasche mitführen kann. Ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.